Also solange es eigentlich nur diese Soldaten sind, habe ich gar kein Problem damit, wirklich nicht. Die Beamenden, okay, die sind schon scheiße, aber die Nahkämpfer gehen wir meistens auf, weil ich die viel zu spät sehe. Meistens, in der Regel. Und das als Mann in der Regel, ne? Wo? Ach da! Guten Tag! Guten Tag! So, okay, volle Energie. Das ist doch mal vielversprechend. Noch ein Opfer! Mein Gott, ey, ich müsste jetzt langsam die Leichen aber stapeln, ey, ist ja unglaublich. Was ist das jetzt? Oh, gehen wir doch nicht hier auf die Nüsse, Alter, ey. Was soll das denn? Kommt die jetzt runter, oder was? Ja, okay, die können da runter. Scheiße, ich hab nicht getroffen. Ah, verdammt. Hallo. So, erstmal schön wieder hinter die Säule verpissen. Feige, wie ich bin. Guten Tag. Was willst du denn von mir? Also, auf jeden Fall schon einer der besseren. Oh, Junge. So, danke. Danke auch, dass auch du mal sterben tust. Headshot. Sehr gut. Und. Na, komm. Ich seh den Kopf. Headshot. Und deinen sehe ich auch. Na, hab ich aber nicht getroffen. So, dankeschön. Ist noch jemand hier? Ach, da oben sind sogar zwei, okay. Respawn die da hinten oder was? Und wer trifft mich von da vorne? Was da oben? Es ist so ruhig hier. Zum Kotzen, echt. Von wo denn? Da hinten? Ah, okay. Ich glaube, ich habe ihn getroffen sogar. Headshot, out. Komm, stirb doch mal bitte einfach. Danke. Puh, wie praktisch, dass hier direkt Munition liegt. So, okay. Jetzt geh da oben. Es ist zu ruhig. Nicht passiert irgendwas. Ich wusste, dass es auf jeden Fall nur der eine ist. Ich hab den mal eigentlich links erwartet. Ach, da oben. Hallo. Ach komm. Danke. Ah, verdammt. Komm, komm. Exekution. Danke. Nein, ich krieg jetzt voll Energie. Schade, schade, schade. Aber durch dich krieg ich voll Energie. Wenn du mich lässt. Was ist das denn da? Der hat den komischen Mantel an. Die hab ich noch nie gesehen. Was, das sind alles so Terminator-mäßige Typen. So ein Terminator hat nie einen Mantel angehabt, aber. Die sahen irgendwie ähnlich. Ey, sag mal, reicht das dich jetzt langsam mal? Komm hier, ich mal einfach mal in die Menge rein und hoffe mal, dass da irgendwas passiert. Boah, einer ist tot. Ah, komm, Axt. Zack. Das war's. Okay, da hinten ist noch so ein Typ. Ah, der ist noch weit genug weg. Das heißt, ich kann jetzt mal das Herz klauen. So ein Lichtfuzzi. Okay. So. Nein, der. Hör auf auszuweichen, Penner. Komm, sterben, bitte, sterben, danke. Und da ist noch einer, gut. Die Herzen brauche ich jetzt gerade im Moment eigentlich weniger. So, nein! Du sollst Exekution durchführen, bitte. Genau das sollst du tun. Dankeschön! Okay, oh, jetzt muss ich, oh. Okay, ab zu Graves. Der will mich mit dieser Waffe versorgen. Soll ich die nehmen? Ich weiß es nicht. Bollocks! That's the big bad pointy stick, isn't it? I offered you salvation, but you chose to stay in the light. Your time is over. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Da oben ist Licht, ne? Hier, nur so als Info.
Komm jetzt, mach, ich will jetzt kämpfen. Ach, in der Hölle, super, war ja klar. Kann ich mich noch eben aufpowern irgendwie? Hell. Was zum Teufel ist das denn? And eat you with some chips and a cold pint, you fucking hell beast. Okay, soll ich mal, ich schwerfe mal meine Darklinge, mal gucken, ob die irgendwas reißen können. Ich glaube, die sind alle tot, oder? Könnte das sein? Okay. Alter, was ist das denn? Ein Hellbeast, das steht da, aber... Ich muss dann auf das weiße Ding da schießen. Ja, oh klar, und noch mit ein paar mehr Gegner. Ich bin tot! Alter, was ist das denn jetzt? Oh Mann. Das ist aber nicht schön. Scheiße. Komm, ich will das Hellbeast auf jeden Fall noch töten. Das helle Biest. Ja, komm, ich hab's doch verstanden. Komm, mach, ich steh auf, Junge. Komm, stirb! Immer schön im weißen Ziel. Ich hätte gern am liebsten, dass meine Darklinge einfach stehen bleiben und sich dann quasi um die Leute kümmern. Die jetzt dann hier so gleich so überall erscheinen werden. Warum ziehen wir so viel Energie ab? Das verstehe ich nicht. Alter, okay. Knock off, you nothing chubby. Was ist das? Ach, das sind kleine Darklinge. Das ist natürlich scheiße, aber das ist gut, weil das gibt mir Energie zurück. Gott, ich brauche die Energie, bitte. Danke. Ah, ist das mal gut hier? Ich glaube, die sind auch wirklich nur dafür da, um mir eigentlich Energie zu geben, weil die sind nach einem Schuss kaputt. Oh, nach zwei. Komm, stirb! Jetzt macht er wieder irgendwas. Stirb. Jetzt bin ich nach einem Schuss kaputt. Wow, 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 wow. Ich finde Quick Killer noch ein bisschen Bonus gekriegt. Also, wenn das so weitergeht, dann geht's ja eigentlich. Weil ich habe ja schon die halbe Energie von dem Fratze gemacht. Was ich eigentlich ganz schön finde. Und nochmal unsere Darklinge raus. Boah, tot, komm. Oh, ich muss noch ein paar Herzen fressen. Hey, nicht gerade mal so, weil meine Energie ist jetzt nicht mehr so rosig gewesen. So, okay, das war's. Ah! Alter, verpiss dich. Ist der tot? Danke. Mein Vorteil ist auf jeden Fall auch, dass ich die alle direkt hier töte. Direkt bei mir in der Nähe. Komm, stirb, 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 stirb. Okay, brauch noch kein Herz. Ich fühle mich gerade hier richtig sicher und geborgen irgendwie, weil, keine Ahnung, ich kriege hier ist quasi mein Energievorrat, in dem ich stehe, ich balle auf das Viech, gehe mal in Sicherheit. Also viel dürfte eigentlich nicht mehr passieren für mich. Okay, was macht er jetzt? Ah, jetzt macht er das Rote, ne? Okay, ich habe nicht mehr viel Munition. Stirb. Stirb, danke. Warum habe ich das jetzt getan? Ich habe keine Ahnung. Okay, der hing gerade ein bisschen. Stirb. Oh, das ist spannend. Komm. Das war knapp. Geht das gut runter? Ich sehe es leider nicht. Also ich habe keine Zeit zu gucken. Ich bin zu sehr darauf konzentriert. Zu Ziel. Ach, mein Gott. Ah, wie die Darkling. Was? Wie viel ziehen die ab? Alter. Ich hatte gerade voll Energie gehabt, oder? Täusche mich da gerade. Wo sind die ganzen schönen Herzen? Wo sind die ganzen Leichen, die ich da nochmal umgebracht habe? Ich brauche die scheiß Herzen, Mann. Komm mal her. Dankeschön. Alter.
Also, wir kommen jetzt nicht die ganze Zeit mit so einer Scheiße hier an. Heieieiei. Nicht nach und das. Das Rote finde ich nicht gut, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Kommt da durch die Darklinge? Komm, stirb, Alter. Stirb. Komm, schön da dran. So, danke. Ach, Mann. Aber der hat wirklich nicht mehr viel. Alter, ey, boah. Ich will jetzt nicht mehr sterben. Fuck. Und genau sowas darf da nicht passieren. Das kann echt scheiße sein. Wenn ich dann einfach nicht aufpasse und dann genau so eine Situation hier ist, dass ich dann einfach, keine Ahnung, dass dann ein Darkling noch auf mich zugesprungen kommt und ich bin tot. Ah, da war noch ein Herz. Sehr schön. Ja, das ist tot. Das ist tot, ja. Danke, Darkling. Back off, you flying cunt. Bäm. Gut, was ist das? Ist das der Spear of Destiny oder was ist das jetzt? Das sieht aber noch einem kleinen Speer aus. Ach ja, sehr schön. Das Höllenbiest ist geschlagen. Hättest du 55368 angerufen? Was? Lustige Trophäe. Ich weiß noch nicht wofür. Ach, okay, dafür. Dafür, dass wir den Hitman-Modus. Hitman, sag ich schon. Den. Alright, Johnny's got the spear. He's trying to find a way to destroy it. Eat it out or he's getting off on it. I really don't know. Point is, it's in safe hands now, where it belongs. Gentlemen and lady, the boss sends his regards and wishes to extend his deepest thanks for all your hard work. So anyways, don't leave town. We'll be in touch soon. Okay, was ist jetzt? Ja, wir haben den Vendetta-Modus geschafft. Ach, das war das Outro, okay. Ja klar, wir saßen auch an der Stelle von Jimmy Wilson. Gut, noch eine Trophäe, auch schön. Ja, das, wie gesagt, das war der Vendetta-Modus. Der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin nochmal auf die anderen Charaktere gespannt. Natürlich wird es immer das gleiche sein. Ich werde jetzt aber. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich so sein wird, aber ich werde jetzt nochmal eine Zigarette rauchen, ne? Ihr kennt es ja, wenn ich ein Projekt beendet habe, rauche ich meistens erstmal eine und verliere dann nochmal ein paar Worte dazu. Zum Story-Modus habe ich ja schon genug gesagt, was ja eigentlich auch Hauptbestandteil des Spiels ist, quasi. Also der Vendetta-Modus ist ja eigentlich nur, ja, der bringt quasi die Online- und Multiplayer-Komponente mit rein. Ich krieg... mein Feuerzeug nicht, wollte ich sagen. Ja, im ersten Teil gab es ja auch ein, Versus-Mode, glaube ich. Und auch ein Online-Modus. Habe ich aber nie gespielt. Nicht einmal. Ja, aber der Vendetta-Modus, finde ich schön, dass sie da auch eine eigene Handlung für aufgebaut haben. Auch wenn es im Grunde genommen nur im Endeffekt dazu diente, dass wir den Speer zurückholen. Und zwischendurch halt noch ein paar Informationen ranschaffen und so. Aber ich schätze mal, dass die Charaktere sich alle komplett anders spielen lassen. Weil wenn ich mal bedenke, mit diesem Yakuza-Man... Wenn der ein Schwert hat, ich glaube, da wird man viel mehr mit dem Schwert arbeiten als mit Waffen. Die Axt war jetzt quasi nur so ein. Ja, so ein Ergänzungsprodukt. Wobei die gegen gepanzerte Gegner richtig gut war. Also, sprich, also gegen die Nahkämpfer oder auch die Leute mit dem Schild. Da waren die richtig nützlich. Aber die anderen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Was das für. Also, wie die Nahkampfwaffen von denen sind. Einer hat ja, glaube ich, so einen Schlagstock. Ich glaube, ist das der Doktor? Auf jeden Fall, der andere hat was anderes. Also die Frau hat dann auch noch irgendeine Waffe. Ich glaube, die hat ja dieses Armguard oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Na, ist auch egal. Wenn die Credits jetzt ausgelaufen sind, werde ich nochmal kurz den Hitman-Modus anmachen. Einfach um zu gucken, ob es noch irgendwelche Sachen gibt. Laufen die weiter? Ja, okay, die laufen weiter. Die Credits. Ich gucke gerade nochmal so trophäenmäßig, wie viel haben wir jetzt? 88%. Fehlt da nicht mehr viel. So, was haben wir denn noch hier so zu erledigen? Frank Marshall, okay, das ist höchstwahrscheinlich der Hitman-Modus, gehe ich mal von aus. Ich schätze mal, das ist ähnlich. Okay, das ist das mit dem Yakuza. Eine Mission abschließen. Das mit der Frau. Das mit dem Doktor.
Bei den Blutrachen alle Talente für einen Charakter. Blutrachen? Was? Und Exklusivmission. Ich glaube, das ist alles Hitman-Modus. Kann das sein? Also abgesehen natürlich von diesen schließe eine Mission mit bla 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 ab. Wobei ich glaube, diese Blutrachen Gedöns da, das könnte sein, dass ich für einen Charakter einfach alle Fähigkeiten kaufen muss. Oder soll. Was ich ja beim Jimmy jetzt schon fast hab. Vielleicht hole ich sie jetzt gerade gleich noch eben. Aber ich gehe nochmal back. Ich habe jetzt einfach die Quests weggedrückt, weil die habe ich ja schon... Habe ich schon zweimal gesehen? Ja klar. Einmal beim einen Ende aus dem Story-Mode und dann nochmal im zweiten Ende. Ja, offline, bla, komm. Mach. Dunkle Essenz müsst ihr ja noch genug mit dem Jimmy haben. Schauen wir nochmal. Habe ich jetzt wirklich so eine Liste, wo ich die auswählen kann? Und die ich schon kaputt gemacht habe, die sind schon tot oder wie sieht's aus? Okay, ich habe gerade gesehen, der Midnight Stick, also die Waffe vom Doktor war es ja, glaube ich, die betäubt die Gegner. Das ist natürlich auch gut. Ja, dann kann man die entsprechend exekutieren. Vom jeder müsste eigentlich auch seine eigenen Exekutionsmöglichkeiten haben und so. Was? Hitlist. Okay, gut. Hier gibt es nochmal einen eigenen Modus oder was? Ist das nochmal ein komplett eigener Modus? Ja gut, Freunde, ne? Ich würde sagen, da war es das für den Vendetta-Modus und beim nächsten Mal sehen wir uns dann im Hitman-Modus wieder. Ne? Ist so, hört sich eigentlich ganz gut an. Und ich schätze mal, wenn wir, also, was heißt ich schätze? Ich weiß, wenn wir das haben, dann gibt es eigentlich auch nicht mehr viel Spiel vom Spiel zu sehen. Also gut, Freunde, ne? Ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und sag einfach, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe mal, der Vendetta-Modus hat euch gefallen und ich hoffe mal, dass ihr auch beim Hitman-Modus dabei seid. Also bis dahin, tschüss.